Servus zusammen. Heute geht es um den perfekten Ruderschlag. Wie sieht der perfekte Ruderschlag aus? Das werde ich euch jetzt erzählen. Ich bin Lars, euer Athletics Coach, und wir setzen uns mal direkt aufs Ergo, um dann von hinten aufzubauen, wie der perfekte Ruderschlag aussieht und was wir dafür üben können. Also einmal rein, Griff in die Hand, und dann fangen wir direkt aus der Rücklage an. Wie sieht der perfekte Ruderschlag aus? Der perfekte Ruderschlag hat erstmal eine Zughöhe von knapp unter die Brust. Also wer einen Pulsgurt trägt, kann sich immer ungefähr vorstellen, wir ziehen knapp unter den Pulsgurt. Ansonsten ist es so, in die Höhe des ersten Rippenbogens, der schon nicht mehr am gesamten Brustkorb sitzt. Also hier ran eine ordentliche Zughöhe, nicht irgendwie runter und auch nicht drüber, sondern ordentlichen Zug in Richtung knapp unter die Brust. Dabei ist die Ellbogenstellung so, das wäre der zweite Punkt, dass wir keinen Chicken Wing bauen und auch kein hier zu enges am Oberkörper reiben, sondern wir bauen einen leichten Henkel, der nach hinten geht, sodass der Ellbogen wirklich den Zug durch die Schulter bringen kann. Das heißt, wenn ich hier nach hinten ziehe, bringt der ganze Unterarm und der Oberarm so viel Druck durch, dass ich hier den Zug durch die Schulter kriege. Wenn der Ellbogen jetzt ausweicht, dann fällt die Schulter eher nach vorne. Und wenn ich quasi den Ellbogen zu dicht rannehme, dann ziehe ich hier im Handgelenk eher krumm und kriege gar keinen richtigen Zug mehr drauf und blockiere mich auch. Also, zweiter Punkt, perfekter Ruderschlag, Ellbogen baut in einen Winkel. Dritter und damit einhergehend dafür ist das gerade Handgelenk. Im Handgelenk ist kein Ausweichen vom Druck, sondern ein ordentlich geradliniges Durchziehen bis nach hinten. Wenn wir das jetzt nur Oberkörperarme vormachen, geht der Druck über die geraden Handgelenke nach hinten, dass wir hier den Druck Richtung Ellbogen nach hinten schieben. Also der perfekte Ruderschlag, bapp, hier wirklich nach hinten. Punkt 3. Punkt 4 für den perfekten Ruderschlag, Oberkörperarbeit. Pendeln um 13 und 1 Uhr, beziehungsweise 11 und 13 Uhr, aber auf jeden Fall immer um 12 Uhr rum. Drehpunkt ist hierbei Hüfte oder auch anders gesagt der Lendenwirbelbereich, dass wir hier wirklich den Oberkörper vorschieben. Aufpassen, wir sitzen nicht aufrecht oder aufrecht gespannt, sondern wir sitzen locker plattgedrückt auf dem Rollsitz und haben aber eine gute Oberkörperarbeit mit Spannungsaufbau im Bauch und Rücken. Nur so weit in die Vorlage gehen, wie wir die Spannung halten können. Das wäre der fünfte Punkt. Anrollpunkt, ganz wichtig, Handführung ist so, dass die Hände über den Knien sind, Oberkörper, das heißt die Schulterachse ist vor der Hüftachse. Wir sind vorbereitet zum Anrollen und diese Anrollposition wird eingefroren. Das heißt, wenn ich nach vorne gehe, passiert im Oberkörper, im Gesamtwinkelverhältnis von Hüfte zur Schulterachse, passiert nichts. Das heißt, ich habe von hinten nach vorne eine Parallelverschiebung. Hier wird parallel verschoben und dann auch im Durchzug ist eine gewisse Parallelverschiebung da. Also, perfekter Ruderschlag, Hände sind hinter den Knien, Oberkörper ist vorbereitet, Schulterachse liegt vor der Hüftachse und ich kann vorrollen. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, vorrollen oder vorziehen. Für mich ist der richtige oder der perfekte Ruderschlag so, dass wir uns vorziehen. Das heißt, wir nutzen aktiv die Fußriemen und unsere Füße dafür, dass wir nach vorne in die Auslage kommen. Denn wenn wir ziehen, haben wir viel mehr Kontrolle, als wenn wir einfach nur rollen. Wir haben einen aktiven Zug am Stemmbrett, können uns nach vorne ziehen und aktiv in die Auslage kommen. Der nächste Punkt, aktives Vorziehen anstatt Vorrollen für den perfekten Ruderschlag. Unterschenkel maximal bis in die Senkrechte reinziehen. Oberkörper stabil, lockere Schultern, lockere Arme, Spannung auf den Schultergürtel. Eher nach unten als nach oben ziehen. Und dann müsst ihr euch das vorstellen wie ein Tau ziehen. Wir ziehen am Tau gegen eine Mannschaft, die gegenüber von uns ist, und wir versuchen, die Kraft geradlinig reinzubringen. Heißt, Schulter bleibt möglichst auf einer Ebene, auf einer Gerade, weil wir die ganze Kraft und das Gewicht von unserem Oberkörper hinter den Riemen hängen wollen, hinter den Griff. Heißt, wir treten an und sind hintergespannt, um richtig den Zug raufzubringen. Also, vorne, Beispiel nochmal,
ordentliches Tauziehen. Wir haben eine gewisse Bogenspannung, die nach hinten geöffnet wird. Vorne rum. Also hier lockere Hände, lockere Schultern. Unterschenkel senkrecht. Po ist rangezogen. Spannungsaufbau, ja, wie wenn man eine Feder zusammendrückt. So könnt ihr euch das vorstellen. Wenn wir nach vorne rollen, wird die Feder zusammengedrückt und von vorne explodiert die Feder, springt sie auseinander und über die Mitte kommt der Zug nach hinten. Vorne anfassen und dann nach hinten durchbringen. Da den Zug drauf haben und durchbringen. Das wären die technischen Punkte, die wir auf jeden Fall beachten müssen, um einen perfekten Ruderschlag zu haben. Wenn wir uns die Kurve angucken, dann wäre von der Kraftkurve her gesehen der perfekte Ruderschlag ein Rechteck. Das heißt, wir haben einen hohen Anstieg, ein mögliches Plateau und einen schnellen Abfall bzw. einen bis zum Ende währenden ordentlichen Druckverlauf. Da wir das nicht hundertprozentig hinkriegen, versuchen wir trotzdem die Kraftkurve möglichst schnell steigen zu lassen, ein langes Plateau zu haben und dieses mit möglichst wenig Abfall und nicht zu langem Auslauf nach hinten zu beenden, sodass wir keine entweder ansteigendes Dreieck oder eventuell abfallendes Dreieck haben, sondern dass man wirklich sieht, dass der Anstieg vorne kommt und wir uns ein schönes Plateau bauen. So würde die Kraftkurve aussehen, wenn wir uns den perfekten Ruderschlag anschauen. Um den perfekten Ruderschlag auf dem Rudergerät hier, auf dem Oakletics, wirklich ausführen zu können, könnt ihr auch auf die Trainerfunktion gehen und dort anstatt des einfachen Trainers mal den schweren Trainer wählen und dann schauen, welche Punkte für euch eventuell angezeigt werden, die verbessert werden sollen. Für weitere kleine Tipps, guckt in die anderen Videos, kommentiert und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!